Ja, die beschäftigt mich dann auch irgendwann, weißt du? Weil man eben gerne mal hergeht und einfach hetzt. Weil man gerne drüber herhetzt. Und naja. Das macht man einfach nicht. Ja, man trampelt nicht auf dem Leid der Menschen rum und schon gar nicht, wenn es denen echt nicht gut geht. Ja, und denen geht es ja jetzt definitiv nicht gut, denn die haben immerhin Angehörige verloren und darunter waren eben auch Kinder. Ja, respektive Jugendliche, die quasi das ganze Leben noch vor sich haben. Das kann einen schon sauer machen. Also mich persönlich macht es sauer. Naja. Aber es würde die Stimmung hier runterziehen. Ich meine, die Musik passt ja im Hintergrund gerade. Schön melancholisch. Papa Fio ist es übrigens. Mit Serious War. Ach, die Öfen laufen. Die Pulverisierer laufen ja noch. Da kann ich ja noch gar nichts reinschmeißen. Obwohl doch, das müsste eigentlich gehen, wenn man das so reinschmeißt. Zack. Ja, dann machen wir das doch so. De-de-de-de-de. De-de-de-de. Ja, wie gesagt, das macht mich halt sauer. Und wenn ich mir angucke, den Vergleich mit den Medien, vor allem Bewegtbildmedien, weißt du, so Fernsehen und so weiter, wie die mit der Tatsache umgehen, dass da Menschen ihr Leben verloren haben und dass andere Menschen eben Angehörige verloren haben. Das gibt echt, die geben echt auch keine Ruhe, weißt du? Mich macht's halt sauer, dass in Deutschland nicht so viel Trara gemacht worden ist, als Malaysian Airlines MH370 seinerzeit verschollen ist. Das Ding haben sie bis heute nicht gefunden. Ja, das Schlimme ist halt, da haben sie nicht so eine Riesenwelle gemacht. Das war halt 3, 4, 5 Tage lang ein richtig großer Aufmacher. Ja, speziell für unsere Freunde von der lieben Zeitung. Und jetzt spricht da niemand mehr drüber. Ja, zu einem Jahresrückblick hat man ihn nochmal erwähnt, diesen Flug. Und das war's dann. Und genau so wird das wieder im Sand verlaufen mit diesem Flug hier. Aber Hauptsache erstmal ausgeschlachtet, Großquote machen. Das ist so, ja, das macht mich halt einfach sauer. Das macht mich nicht nur betroffen, sondern das sind Sachen, die machen mich echt sauer. Aber ich merke schon, dass ich hier wie ein Bescheuerter durch die Gegend rente. Und mich darüber aufrege, wie achtlos man das Leid der Menschen behandelt oder wie achtlos man damit umgeht. Aber das sind so Themen, die bewegen mich halt. Und wenn ich jetzt schon mal alleine im Let's Play unterwegs bin, war ich jetzt der Meinung, die kann ich auch mal ansprechen. Das habe ich ja jetzt hiermit mal getan. Wir sollten vielleicht mal wieder ein bisschen Sand besorgen, sehe ich gerade. Sieht nicht ganz so gut aus hier. 40 Stacks. Aber es geht ja schnell mit der Ultimate Fist einmal durch die Wüste gemetert und ab geht er. So, was haben wir denn hier noch an gutem Material? 1, 2, 3, 4, 5 mal pulverisiertes Eisen. 1, 2, 3 mal pulverisiertes Gold. Dann können wir die nämlich auch gleich nochmal weglöten hier. Zack. 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 Ich sollte vielleicht auch die Shift-Taste dafür drücken. So. So stimmt's. So, hier oben ist er dann langsam, aber sicher schon fertig. KST Beats, Beat 25 Rain haben wir im Hintergrund zu laufen. De, 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 de.
Ah, das sieht doch gut aus hier. Guck dir mal an, wie der hier loslegt. Das ist doch super. Superstens. Wow. Eigentlich müsste man das einfach mit ein paar gescheiten Pipes hier anbinden können. Direkt ans Lagersystem. Dass er es einfach direkt aus der Kiste zieht und da reintut. Da delft er dann aber nur das fertige Material rein. Weißt du? Die Stäubchen und so, das müssen wir ja unten alles aufbewahren. Das brauchen wir ja noch. Ja, von der Geschwindigkeit her nimmt sich das jetzt nix. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch irgendwelche Erze, die wir pulverisieren müssen? Nein, aktuell nicht. Wie sieht das denn aus mit dem ganzen Netherstone-Gedöns? Wir müssen nochmal hier oben reingucken, was wir hier noch zu liegen haben. Guck mal hier, Kupfer können wir noch, Silber können wir noch, Zinn können wir noch. Das sind so Aufgaben, ja, das dauert halt. Ja, hier müssen wir mal gucken, also das hier können wir dann später zu Kies oder zu Sand machen. Und wir brauchen Enderperlen. Ja, hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen aufräumen. Das sind aber eben Sachen, die dauern. Ja. Hier habe ich nochmal Blei. Aber das sind nur 9 Stacks. Also wir werden wohl nochmal eine Runde suchen müssen. Aber dafür haben wir ja hier eine hübsche Höhle. Einen hübschen Eingang. Das geht. Okay, das sieht gut aus. Die sind dann soweit. Auch schon mal fertig. Die sind auch weitestgehend durch, wie mir scheint. Die Dreamstone. By Nightbeat. Jetzt habe ich auch mittlerweile wieder eine Möglichkeit gefunden, mir die Tracks einblenden zu lassen, welche wir dann gerade hören. Finde ich keine schlechte Idee. Weil dann kann man auch ab und an mal ansagen, was da so läuft. Weil es gab ja seinerzeit mal die Frage, was dann so für Musik im Hintergrund läuft. Wie die heißt, wo wir die herkriegt und. Also ich muss dazu sagen, ein Teil davon ist aus eigener Feder und ein Teil der Musik, ein Großteil der Musik, ist aus dem Modland-Archiv. Kannst du dir angucken unter ftp.modland.com. Da findet man das ganz gut. Oder aber du googelst einfach mal nach Modland. Brauchst du, um die Tracks dir anzuhören oder zu laden, ist optimalerweise ein FTP-Klient wie Fallzilla FTP sinnvoll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und Nightbeat beispielsweise habe ich tatsächlich aus dem Modland-Archiv. So, das Eisen ist fertig, wie das ausschaut. Der Aluminiumbarren, die können wir mal hier lassen. Den Rest können wir schon mal hochtragen. Dann müssen wir nachher nicht 100.000 Mal laufen, sondern dann können wir das immer so zwischendurch verteilt machen. So. Während die Öfen löten. Ich erinnere mich da ein bisschen an die kleinen Japanesen. Vielleicht erinnert sich der MS-74 auch noch an die kleinen Japanesen, die löten in Tokio. 10 kleine Japanesen, die löten in Tokio. 10 kleine Japanesen, die machen niemals krank. 10 kleine Japanesen, die macht das Löten froh. Sie löten und löten und löten mit Klöten ihr ganzes Leben lang oder so. Okay, ich gucke jetzt natürlich automatisch in die Pulverisierer, obwohl da nichts mehr drin ist. Ich will jetzt aber auch nichts nachpulverisieren. Das finde ich nämlich Blödsinn. Und jetzt fällt mir auch gerade auf, dass ich vielleicht auch mal die Boxen hätte ausmachen sollen. Ich hatte jetzt hier die ganze Zeit die Nahfeldmonitore noch an. Böse Falle.
Also, wenn du auf meiner Mikrofonspur zufällig irgendwelchen Sound mitkriegst, das ist nicht beabsichtigt, da habe ich einfach nur am Lautsprecher gefailt. Wie so oft. Ich laufe hier völlig planlos hin und her, jetzt mach voran hier. Aha. Gut, dann sind die ja jetzt tatsächlich schon wieder fertig. Wieso gehen die denn nicht aus? Die gehen immer erst dann aus, wenn man drauf geguckt hat, wie mir scheint. Hm. Na gut. So, das dürfte der letzte Schwung gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder der vorletzte mit Gold. Zack. Ja, das sieht gut aus. Irgendwie bin ich gerade nicht ganz frisch auf der Birne. Na, das sieht doch traumhaft schön aus. Guck mal, wie schnell sich das auffüllt hier. Das ist doch super. Die Goldbarren steigen ins Unermessliche. Stell dir mal vor, du hättest so viele Goldbarren, dass du sie stackweise zu Hause lagern müsstest. Geldsorgen hättest du keine mehr. Ob du glücklich wärst, ist natürlich eine andere Frage, aber Geldsorgen hättest du auf jeden Fall erstmal nicht mehr. Ja, aber einen schönen, dicken Goldbarren. Ach, im Übrigen, das Geblinke von den Items, das liegt im Übrigen an Optifine, das bitte ich zu entschuldigen. Das ist bereits eine erwiesene Tatsache, dass das im Optifine liegt. Aber für diese Version von Minecraft, die wir hier im Einsatz haben, gibt es keine aktualisierte von Optifine. Ich meine hier ganz gezielt, wenn du hier so langläufst, siehst du das Geblinke von den Kisten? Ja, da ist Optifine schuld. Das Problem hätte man normalerweise nicht, wenn man ohne Optifine arbeiten würde. Problem daran ist dann, dann ist der Shader nicht mehr drin. Weil der Shader setzt Optifine voraus. Wenn denn ein Shader eingesetzt werden soll, dann wäre es ja dieser mit, oder allgemein einfach ein Shader. Weil ohne sieht es halt nicht ganz so toll aus. Man sieht es im Übrigen auch hier, wenn ich mich jetzt drehe, wird mein Schwert schwarz. Und wenn ich mich wieder richtig rumdrehe, dann wird mein Schwert nicht mehr schwarz. Siehst du hier auch. Das sind Sachen, naja gut, das sind die Abstriche, die ich mache. Weil Minecraft ja eigentlich gar nicht dafür gedacht war, mit so einem Shader zu arbeiten oder mit Optifine und solchen großen, ja, wie soll ich es nennen? Solchen großen Veränderungen. So, der ist gleich durch. Er ist gleich durch, 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 durch. So, Emmis, was hast du gesagt, was der Sprit macht? Jetzt müssen wir hier mal gucken. Fühlt er sich überhaupt noch? Nee, der fühlt sich nicht mehr. Das hast du also abgeschaltet. Da gucken wir nachher nochmal hinter. An das Strippen und Rohre gewulzt. Fertig. So, gut schaut's aus. Dann hauen wir den Rest jetzt auch noch da rein. Zack. 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 Und zack. Und dann ist das fertig. Was wir vielleicht noch machen könnten, wäre dann, dass wir hier das veröse Metall, das pulverisierte veröse Metall gleich nochmal reinwerfen. Das können wir zum Beispiel schon hier tun. So. Zack. Da machen wir mal ein paar veröse Barren draus, weil soweit ich weiß, sind die schon einlagerbar. Soweit ich das mitgekriegt habe, hat der MSD schon gelagert. Also sprich zugeordnet. Oh, jetzt haben wir ein richtig schönes altes Ding aus den 90er Jahren. Als die Mod-Szene noch richtig in war und als der Amiga noch das Mittel der Wahl zum Zocken war. Illegal Space Out of Rank. Geile Sache. Wobei dieser Song nicht auf dem Amiga entstanden ist. Denn der Amiga hat ja seinerzeit nur 4 Kanäle unterstützt. 2 links, 2 rechts. Ab ging's. Aber damit war schon ordentlich Stereo-Sound möglich. Und auf 4 Spuren konnte man schon richtig fett was basteln.